Ja, für uns ist alles noch ein bisschen unklar. Hier sind heute Nachmittag in diesem Bereich, wo wir hier sind, gerade im Brinkumpen, sind mehrere Briefe aufgetaucht mit einer ungeklärten Substanz. Und diese Substanz ist untersucht worden, voruntersucht worden, und da ist nicht auszuschließen, dass eventuell eine gefährliche Substanz drin ist, deswegen als unklar bezeichnet. An mehreren Häusern in den Briefkästen und anderen Bereichen sind diese Briefe gefunden worden von den Anwohnern und dann eben halt an uns und der Feuerwehr zur Kenntnis gegeben worden. Deswegen sind wir jetzt hier. Eine Gefahr für die Bevölkerung können wir im Moment nicht ausschließen, aber im Moment hat noch keiner gesundheitliche Beeinträchtigungen, weil teilweise auch die Leute die Briefe nicht geöffnet haben. Die Briefe geöffnet haben, werden von der Feuerwehr und von uns also betreut, sodass man weitere Maßnahmen ergreifen kann. Nein, das wird wahrscheinlich leider noch länger dauern, weil die Voruntersuchungen müssen erst abgeschlossen werden. Und nach jetzigem Stand müssen die Briefe ganz nach Hannover gebracht werden und werden dort untersucht, was dann auch noch mehrere Stunden dauern wird. Einer dieser Briefumschläge ist auch beim Polizeikommissariat Weiher aufgetaucht, beziehungsweise hingebracht worden. Und weil dort auch Kollegen diesen Brief geöffnet haben, ist die Polizeidienststelle in Weihe im Moment geschlossen. Die Kollegen, die dort sind, sind da noch, aber können keine Besucher oder Ähnliches empfangen. Die Leute werden gebeten, sich nach Sieke zu begeben, um bei der Polizei dort dann ihr Anliegen vorzutragen.